7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bam und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer jetzt denkt? Ja, wir haben 2015. Bam! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer jetzt denkt? Jo, WhatsApp ist ja bekannt dafür, dass sie immer wieder Zeug machen, wo vielleicht nicht so schlau ist. Und jo, das haben sie jetzt auch das mal gemacht. Und das ist der Skandal. WhatsApp 2015. Jo, eigentlich hätte ja diese Woche ein richtiges Video kommen sollen, aber leider muss ich das etwas verschieben. Dafür gibt es jetzt nächste Woche ein Unboxing zu der Special Edition Box vom Bushido, sein neues Album CCN3. Und Bam! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Unboxing vom Bushido, sein neues Album CCN3. Man sagt ja, mit Messer sollte man nicht wirklich spielen, aber ich mach's jetzt gleich heraus, das also auf der falschen Seite, aber egal. Salut miteinander, ich habe heute 10 Fragen für den Knusti vorbereitet. Und da ist der Knusti. Jo, heute zusammen und herzlich willkommen. Und ja, ich meine, hey, wer jetzt denkt? Let's go. Konto gemacht, um ein bisschen zu schauen und so, und dann irgendwie später. Also, ich selber finde, ich bin zu klein für einen Mann. Du wirst sicher noch viel mehr, also du wirst 1,90 oder so, keine Ahnung, du bist jetzt schon mal groß. Ja, ja. 14 oder so. Ja, ja. Und Frage Nummer 7. Welchen Club bist du Fußballfan? Ja, schön. FC St. Gallen. St. Gallen. Ja, das weißt du, du bist ja ein Basler. Ja, ein Basler Fasler. Das ist der Basler Bank. Also ein Chicken Wings. Ja, genau. Das ist ja bei. Gut zu wissen, Knusti-Movie ist das nächste Stichwort. Es handelt sich das mal um einen Schweizer. Einen, den wir schon lange wollen zeigen und einen, der schon länger hat zählen, da im Rampenlicht stehen wollen. Oder er hat wirklich ganz creepige, unbeleuchtete Vlogs, wo er Geschichten erzählt, die mehr als nur unheimlich sind, weird und skurril. Aber vielleicht ist es genau das, was er braucht, um die Abwechslung im Vlog und in der Vlogger-Community zu arbeiten, Knusti-Movie abchecken. Geht auf YouTube, geht Knusti, wie normal ausgeschrieben, wie in der Schweiz, Strichli, Movie ein und schaut mal, was die skurrile Welt von YouTube euch aus der Schweiz bringt. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt. Ich denke, ich mache heute mal Top 5 von der besten 90er Jahre Kinderserie. Ich meine Darkwing Duck. Kennst du nicht? Darkwing Duck. Das geht Dragon Ball und Dragon Ball Z. Ich rede natürlich von Captain Baloo. Und ja, eigentlich wenn man so Captain Baloo und Dragon Ball Z vergleicht. Und heute gibt es genau wieder den Moment Teil 2, wo wirklich jeder kennt. Zumal ich immer wieder diesen Moment wieder fahre. Scheiße, mein Handy stirbt nicht. Ich hab mein Handy vergessen aufzuladen. Wie wär's noch mit Geld? Vis-à-vis von mir war der Lehrer gewesen, oder? Und ich selber trinke Milch. Mein Kollege dann reißt den Witz. Ich kann nicht mehr und boah, voll alles zum Lehrer. Der Lehrer ist auch ein wirklich alles voller Milch gewesen und ja, scheiß Moment. Bam! Sagen wir es mal, Lehrer. Scheiße. So. Doch wenn man Videos macht, nur noch wegen Geld, ja, dann macht man irgendetwas falsch und da findet man auch schade. Und ja, ich liebe zum Beispiel den Geruch von Katzenfutter, also nicht den Geschmack. Das glaube ich. Den Geruch. Und ja.
Also, der Jurisblock hat also gerne auf Katzenfutter. Interessant. Da könnte man sicher dabei denken. Mann, der hohe Juri, du, der wird. Der bringt mir zum Wahnsinn. Auf YouTube unter den Herrschreiben mit meinem. Ich habe mir gedacht, ich habe dieses Kanackenkind. Jo, zwischendurch, wenn ihr auch mal wollt, ins Video kommt, dann müsst ihr nur ganz einfach einen Kommentar schreiben. Ich tue alle beantworten. Natürlich, BÄM! Liebe Leute, die Schweiz. Geil, guck mal, ein neues Dr. Freud Video. Geil. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder etwas anderes. Gio, Dist, Line, TV. Das hab ich mir heute gekauft. Testet mal das Puder oder das, wenn ihr was Neues braucht. Glaub mir, dass du mit dem Handy hier der Coolste bist. Ich hab das mal verlinkt, damit ihr nicht lange suchen müsst. Ich krieg zwar Geld dafür, Produkte hier zu zeigen, aber das ist ganz egal, denn ob ihr es kaufen wollt, müsst ihr entscheiden. Doch ihr seid jung und schaut zu mir, eurem Idol auf. Deshalb weiß ich, dass ihr diese Scheiße sowieso kauft. Dort habe ich Flachwitz-Challenge für euch vorbereitet. Frag die Tochter ihre Eltern. Mama, sag mal, warum hast du Papa eigentlich geheiratet? Siehst du, Hans-Peter, sagte die Mutter. Nicht mal das Kind versteht es. Mann mit einem Hund ohne Beine in die Häuser ziehen. Meine Haare! Ja gut, dann brauche ich auch kein Schäl mehr. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Nein, das ist ja nicht nur ein guter Mensch. Scheiße. Hallo zusammen, ich lust jetzt mit mir verloren. Das ist eine Challenge. Was war da? Also, wir tun jetzt da Wasser zum Also der Sam hat gewonnen, der Knust hat 3-0 auf den Sack bekommen. Ja, wie immer. Jetzt musst du dein Essen. Knoblauchzehe. Ja, das ist es. Ich werde natürlich Knoblauchzehe nehmen. Gar keine dabei. Doch, der Sam hat einen mitgenommen. Ich habe einen dabei. Du hast einen dabei. Oh mein Gott. Okay. Fangen wir an. Okay. Also das ist jetzt eine Knoblauchzehe. Und hier muss jetzt der Knusti komplett ins Mund und kompletter essen. Also. Komm noch ein bisschen in die andere Seite. Noch ein bisschen die Zunge rumhängen. Jetzt stell ich auf der Arme und dann kann ich auf die Zunge. Also ich glaube heute Abend kannst du KV mehr aufregen. Boah!
Von wem ist mein Quiz da? Scheiße. Ja, heute zusammen. Was? Ich soll ein Video machen über Kommerz auf YouTube. Wirklich das letzte Video gesehen von der Dark B. Ich meine das da. Ein sehr, sehr besonderes Video. Und wenn ihr spüren könntet, wie aufgeregt ich in dieser Sekunde bin, ihr würdet durchdrehen. So gute und pflegende Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel Mandel- und Olivenöl. Wir haben echt versucht, und zwar möchte ich gerne eine Verlosung machen. Bei der Verlosung könnt ihr unter anderem 2 neue iPhones 6S gewinnen und natürlich ein super cooles Überraschungspaket von Bilou. Irgendein Produkt zu sehen, wie sowas entsteht, war einfach. Und ich habe mir natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen und habe mir ein paar der Produkte geschnappt und persönlich vor Ort signiert. Wir lesen aber wieder mit YouTube Geld verdienen, das ist so quasi, wenn man den kleinen Kind Geld aus dem Arsch rausnimmt. Okay. Wenn ich dann aber so höre, dass sich die Fans von diesen grossen YouTubern in Arm einschneiden tun, weil jetzt einfach mal kein Video gekommen ist, sorry, aber das geht zu weit. Ich habe meinen YouTube-Kollegen, den Juris Vlog, das ist der da, bitte auch noch ein bisschen Senf dazugeben. Hi Leute, was geht? Ich bin's Juri vom Kanal Juris Vlogs und wurde gebeten oder darf ja auch noch meinen Senf dazugeben zum Thema Kommerz auf YouTube, zum Thema Werbung auf YouTube, zum Thema Geld machen auf YouTube. Das ist ein schwieriges Thema, es gibt gespaltene Meinungen. Meine Meinung selber ist auch so ein bisschen kompliziert, denn das Ding ist, bei YouTubern wie Bibis Beauty Palace oder Dagi Bee, muss ich schon ehrlich sagen, man kann es auch übertreiben, also spätestens mit dem Bibi-Phone oder mit Bibis Badeschaum oder was weiß ich, was das alles ist. Man kann es wirklich übertreiben. Aber man muss es ihnen auch lassen und man muss es auch den Werbefirmen lassen, wenn die machen Scheißgeld damit mit dieser Werbung, die machen verdammt viel Geld mit dieser Werbung, die verdienen Zehntausende von Euros im Monat. Und deswegen, wer von uns würde das nicht tun? Das heißt, wenn wir die Chance hätten, so viel Geld zu machen. Wenn wir die Chance hätten, 20 Sekunden für irgendein Produkt in die Kamera zu reden und dafür ein paar tausend Euro zu kriegen, dann würden wir das auch machen, oder? Wir sind ehrlich. Und was ich dann halt ein bisschen schade finde, auch kurze Ableitung von dem Thema, ist halt auch zum Beispiel Schminktipps, Schminkvideos. Ich finde das gut, wenn die irgendwie wäre. Also ich finde das gut und schön, wenn sie jungen Mädchen zeigen, wie man sich schminken kann. Aber gleichzeitig bringt man ja so die Message rüber, ihr seid nur hübsch, wenn ihr euch schminkt. Was ist denn eure Meinung dazu? Würde mich wirklich interessieren. Liebe Grüße an den Knuschti und liebe Grüße an seine Zuschauer. Man sieht sich. Peace. Heute geht es darum, viele Fakten über meine verrückte, krasse Schulzeit. Interessant wäre es auch gewesen, was ich für eine Schulnote bekommen hätte. Nach etwa 2 Wochen in der Wehre kommst du einfach so schön, gehst schön in die Schule und dann plötzlich gehst du mit den Lehrern und mit den Schülern gut zu morgen essen. Ja, also wenn ihr mal jemanden habt, wo ein ganzes Schulzimmer zerstört, ich komme her. Plötzlich ist aber der kleine Knusti, also ich, plötzlich weg. Eine verrückte Zeit und jetzt meldet sich gerade mein Handy. Scheiße. So, ich würde die Gelegenheit auch noch nutzen, um euch Abonnenten wirklich für das krasse YouTube-Jahr zu bedanken. Es war wirklich unglaublich, was wirklich das hier auf YouTube und Co. abgegangen ist. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für das und wünsche euch jetzt noch ganz schöne Ferien und ein gutes neues Jahr. Das war jetzt das letzte Video von mir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Das nächste Video kommt dann bereits im 2016 im Januar. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Euer Knusti Movie coming and out. Ciao zusammen, danke vielmals.